Bogen nehmen. Tür mit Brunnen. Ich sollte eine ganze Tür draus machen, bevor ich sie benutze. Irgendwas irgendwie anklickt. Das sind halt die ganzen Monster, die da rumrennen. Nee. Auch kein Interaktions. Hier ist der Schlüssel. Ist der Haufen mit fast gut machen. Ah, schade, ich dachte, wir könnten den Baum fällen. Ja. Du. Wird versuchen, ihn zu erschlagen. Er läuft nicht weg. Das klappt wohl nicht. Muss wohl alt sein, über 30 Jahre. Dann störe ich ihn mal nicht. Kitzel, Kitzel. Ah, die Bedrohung ist gewaltig. Gewaltig. Oh, Verzeihung, aber das Käferschwein erschreckt hier sich jedes Mal, wenn ich versuche, es umzubringen. Oh, ich verstehe. Aber das ist ganz normal, oder? Huch, aber das Käferschwein soll doch ein bisschen mitmachen. Muss ihm eine besondere Beere geben. Die Blaubeeren. Ich verstehe. Aber wo finde ich diese Beeren denn dann? Ich sollte dir das nicht sagen. Aber ich habe die richtigen Kontakte. Die leben in meinem Haus. Sie haben Blaubeeren. Mein Haus ist in diese Richtung. Pass auf. Oh, ist er. Look. Hey, Mr. Midnight. Schau, Friend, ich bin in Gefahr. Er soll sich halt dran festhalten. Nein. Finde mich lebendig. Finde mich tot. Piep, piep. Finde mich eines Tages in einem goldenen Käfig. Das ist also das Haus der Ameise. Aus dem Schornstein kommt gar kein Rauch. Ein pilziges Rohr auf dem Dach. Warum hat er einen Pilz auf das Rohr gelegt? Hat er ihn verloren?
Hallo. Ist jemand zu Hause? Sieht aus, als würde eine Lampe leuchten. Aber ich sehe niemanden. Hallo. Ein winziges Haus. Hallo, ich bin Fran. Sieht lecker aus. Sollte ich? Ja, vielleicht lieber nicht. Wow, das ist ein richtig großer Ameisenhügel. Wie weit? Gruselig, wie viele Millionen Ameisen dort wohl drinnen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da reingehen will. Muss das Haus der Ameise sein? Es scheint geöffnet, aber es steckt fest. Die Kraft der Zerstörung wird es herausholen. Knack. Perfekt, aber die Klinke bleibt nicht kleben. Yay, schön, dass du wieder zuhören kannst. So lange telefoniert. Die Stunde, Sir. Ich würde kleine Sachen nehmen, die anderen gehören. Aber ich brauche den Sekundenkleber für die Anbringung. Ich habe eine Tür gebastelt. Ich frage mich, wo sie mich hinbringt. Wird man sagen, die Tür, die du kaputt gemacht hast, kannst du damit reparieren. Es ist Wasser in einem Waschbecken. Vielleicht ertränkt Sir Ameise ein kleines Monster. Oder vielleicht ist er einfach eine sehr saubere Ameise. Was ist das? Eine Unterhose? Die riecht gut. Opa-Seife. Heißt das etwa, dass die große Ameise nackt war? Was für eine süße kleine Lampe. Das ist seltsam. Ich dachte, Ameisen kochen ihr Essen nicht. Aber ich bin auch ganz verwirrt von... und es ist keine kleine Ameise. Er ist ein Mann, der wie eine Ameise aussieht. Aber nein, er muss doch eine Ameise sein. Nom 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 nom. Lecker Fleisch. Stinkig und roh. Fleisch für die Fresser. Ich habe schon ein Stück Fleisch. Nochmal fasse ich das nicht an. Ich wünschte, ich könnte mit meinem Katerchen auf diesem Bett schlafen. Aber ich glaube, unter der Decke stecken eine Menge Kreaturen. Die Insekten und Dinge, die lebend dein Gehirn fressen würden. Pinecones, ich glaube, wir sind wieder bei Bramble. Sieht sehr wütend aus. Wow, du bist sehr selten. Hey, die Tannenzapfen, was kochst du da? Bevor ich das mache, wir hier mal. Die Frage ist, sieht sie hier die reelle Welt oder nicht? Diese Tasche nehme ich nicht mit. Die ist ja voller Ameisen. Hat's doch verdient. Blödes Baby. Igitt, die muss ich loswerden. Bin echt neugierig, was in der Tasche ist. Haben wir doch Fleisch gekriegt.
Es ist zugeklappt. Jetzt gehört die Tasche mir. Versuchen. Die Tasche hat ein Anti-Insekten-Zeichen. Frag mich, ob die Tasche offen ist. Eine Rattenfalle und eine Art Karte. Ein abgenutztes Ticket. Kammerjäger. Ihr kleinen Kreaturen, bitte esst mich nicht. Runter von der Tasche. Ich will sie haben. Jetzt habt ihr das Fleisch von dem Mann gegessen. Ist der ekelhaft. So. Das wird jetzt bestimmt lustig. Mark. Ja, Quatsch. Leck. Guck mal, was ich jetzt mit dem Baby mache. Stopp. Ich dachte, die kommt näher ran. So, Nummer 1 habe ich ausgeschaltet. Yeah, ich habe die Blaubeeren. Die besonderen Blaubeeren für das Käferschwein, damit ich es töten kann. Einfach den Mann gekillt. Baby umgeworfen. Ich hab dem Geist zugewunken. Noch nichts Neues. Hallo Käferschwein. Komm, wir bringen dich erstmal zu deinem Besitzer zurück. Hui. Und jetzt? Nom, 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 nom. Krack. Das war keine Katze, das war die Ratte. Wer bist du? Du bist nicht mein Kater. Oh, Miss, du hast mir das Elend erspart. Aber wo ist Mr. Midnight? Ich schätze, du bist sehr enttäuscht. Nach wem suchst du denn? Mein Kater, mein allerliebster Kater, Mr. Midnight. Oh, Miss Lady, ich bin kein großer Katzenfan, weißt du? Eine schwarze Katze mit riesigen gelben Augen hat versucht, mich zu fangen. Wirklich? Du scheinst ziemlich oft in Schwierigkeiten zu geraten. Warte, vielleicht ist es ja mein Kater. Oh, mein Fräulein. Wenn das so ist, steckt er jetzt in Schwierigkeiten. Warum? Was ist passiert? Ich kann es dir zeigen. Folge mir, bitte. Es ist nicht weit weg von hier. Wir sind hier. Irgendjemand hat ihn gestohlen. Miss, sie sind einfach verschwunden. Meine Güte, könntest du etwas genauer sein? Ich wünschte, könnte es. Es sieht aus, als wäre sie vom Erdboden verschluckt worden. Wenn ich irgendetwas anderes für dich tun kann, lass es mich wissen. Ich bleibe in der Nähe. Ja, du könntest mir den Kamm geben. Verzeihung, hast du einen Haarkamm gestohlen? Oh, der Haarkamm? Dieser wunderschön glänzende Haarkamm? Kann ich ihn bitte haben? Na gut, aber kannst du mir zuerst die Haare kämmen? Okay. Ja, ich kann deine Haare kämmen. Yay, Ratte freut sich. Danke, meine Lady. Du bist zu freundlich. Ich hab meinen Haarkamm gekriegt.
Ja, Mord. Ja, wir haben vergessen, mit dem zu reden. Das Käferschwein ist jetzt tot, Sir. Danke. Jetzt essen wir. Das kann ich nicht. Nur damit du es weißt, das Käferschwein war gar nicht meine Kater, sondern eine Ratte. Eine Ratte? Oh, das tut mir leid. Meine Augen sind sehr alt, weißt du? Außerdem habe ich Herzprobleme und einen kaputten Rücken. Außerdem leide ich unter Narkolepsie und manche... Er schläft. Schön für ihn. Gute Nacht. Haben wir die Axt noch? Hier ist euer wunderschöner Kamm, meine Herren. Yay, macht die creepy fliegenden Gesichter happy. Oh, Friend, der Mensch, du hast es endlich geschafft. Hoffentlich öffnet der Schlüssel die Tür, die du öffnen willst. Jetzt fliegen wir in den Süden. Ciao. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Oh, wunderbar. Auf Wiedersehen, leuchtende Herren. Schöne Reise noch. Ich hab den Schlüssel. Ein goldener Schlüssel vom Baum. Stopp. Oh, sind weg. Ah, ne. War der falschen Welt. Hast du irgendeine Ahnung, wo ich mein Katerchen finde? Das kommt drauf an. Hast du ihn schon ausreichend gesucht? Natürlich, aber es scheint, als ginge alles, was ich mache, schief. Du meine Güte, Miss. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber die Leute, die deinen Kater gestohlen haben, scheinen aus einer anderen Welt zu kommen. Vielleicht haben sie eine Art Portal, das niemand sonst sehen kann. Wer weiß. Ein Portal? Was ist ein Portal? Ein Portal, Miss, ist wie eine normale Tür. Glaube ich zumindest. Oh, ich verstehe. Danke dir, Ratte. Tschüss. Ja, was wir jetzt wohl machen werden müssen. Ich habe hier eine Tür. Wir haben einen magischen Schlüssel aus Gold. Es hat geklappt. Woohoo. Oh. Warte. Wer hat dir das angetan? War das mein Katerchen? Na dann, auf. Was für eine seltsame kleine Tür. Ich frage mich, wo sie mich hinführt. Mr. Midnight, bist du hier? Nein, es ist Spider-Man. Kapitel 2, doppelte Persönlichkeit. Meine Güte, wo bin ich? Huch. Was ist das? Ein Hut? Mr. Midnight. Oh nein, ein Kopf. Katerchen. Warte mal. Das ist nicht mein Katerchen. Was ist das für ein seltsamer Hut? Wie auch immer. Ich muss mein Katerchen suchen. Ich hoffe, du bist hier irgendwo. Aha. Mr. Midnight, dieses Mädchen. Sie hat meine Katze, mein Katerchen gestohlen. Willkommen zu Hause, Kätzchen. Hoffentlich gefällt dir dein neues Bett. Sei nett und friss dein Futter. In Liebe, Clara und Mia. Feuerholz. Um den Schornstein warm zu halten.
Lecker, Plätzchen in allen Farben und Geschmacksrichtungen. Honigbär, du schmeckst fantastisch. In Wirklichkeit ist in Amerika kein Honig wirklich drin, nur Zuckersaft. Durch Nähe musst du niesen, aber es fühlt sich lustig an. König Leos Backpulver. Dadurch werden die Cupcakes immer riesengroß. Tannenzapfen. Ich wage es nicht, ihn anzufassen. Vielleicht greift er mich an. Spatel. Das hört sich an wie ein Dackel in einem Spa. Spatel. Oh, ein scharfes, glänzendes Messer. Du könntest nützlich sein. Stabbity. Um meine kleinen Hände abzutrocknen. Ich habe keine Suppe, ich brauche keinen Löffel. Ein Gemälde einer Teekanne. Da ist gemalter Tee drin. Ein Herd zum Kochen. Meine Mama hat mir gezeigt, wie man ihn benutzt. Aber ich zünde nicht gerne Streichhölzer an. Fühlt sich immer so an, als könnte ich mir das ganze Gesicht verbrennen. Ich schließe das Fenster, damit die kalte Luft draußen bleibt. Ich öffne das Fenster, damit die kalte Luft wieder reinkommt. Oh, das behalte ich. Um mein Katerchen was Feines zu essen zu gucken. Ein Kessel, um leckere Suppe zu kochen. Ein scharfiges Messer, um Dinge zu schneiden und mich mit einem Katerchen vor Bösen zu schützen. Backpulver, um weichen Teig noch größer und schöner zu machen. Interessant. Es scheint immer interessanter zu sein. Es ist immer interessant zu sehen, was Leute in ihren Häusern haben. Mal sehen. Flaschen, eine Milchkanne, trockene Blumen. Nichts Interessantes. Seht das Augen? Geht? Vielleicht sehen sie gerne Sachen, deswegen brauchen sie mehr Augen. Ich habe meine Tabletten, damit sehe ich viele seltsame Dinge. Ein Kopf. Er muss wohl von einem Menschen stammen. Schädel sehen immer so glücklich aus. Ja, die grinsen immer voll. Vielleicht haben sie noch nicht gemerkt, dass sie tot sind. Ich lege mich da nicht rein. Ich würde lieber versuchen, hier rauszukommen. Mit meinem Kartich natürlich. Nicht ganz alleine. Da ist Blut und Fleisch.